Hallo und herzlich willkommen hier zum ersten Tutorial, beziehungsweise zum ersten Video auf diesem Kanal. Und zwar wird das ein Tutorial, wie man eine Yu-Gi-Oh! Orica Card in Photoshop designt. Ja, wir sind ja schon mal im Photoshop. Das können wir dann auch schließen. Als allererstes müsst ihr auf Datei, dann klickt ihr auf Neu. So, dann geht ihr hier Benutzer definiert, gebt bei Breite gebt ihr 400 ein und bei Höhe gebt ihr 580 ein. So, und dann haben wir schon mal die Größe unserer Orica Card. Gut, dann sucht man sich ein Bild. Ich habe jetzt hier schon eins und zwar ist das hier. Gut, wenn ihr das jetzt habt, dann zieht ihr das einfach rüber und tut es hier rein. Und dann drückt ihr STRG T. Und um das jetzt zu verkleinern, dass es nicht irgendwie schlecht aussieht, haltet ihr SHIFT gedrückt, geht hier auf das obere Ende und zieht das kleiner. Dann wird das so richtig kleiner gemacht, dass es nicht unregelmäßig ist. Und wenn ihr das habt und richtig formatiert habt, dann klickt ihr hier auf das Häkchen. Ihr könnt es mit jeder beliebigen Bild machen eigentlich. Ich habe jetzt mir einfach dieses ausgesucht hier. Gut, also dann, wenn ihr das habt, dann können wir das hier schließen. So, und jetzt wollt ihr, dass das genauso aussieht. So, und dann öffnet ihr das Bild, was ich in die Beschreibung packe, und zwar ist das hier mit den vielen Sternen. Dann nehmt ihr hier dieses Auswahlwerkzeug und zieht so viele Sterne, was dieses, so viele Sterne, wie viel das, ja eben, wie viel das dieses Yu-Gi-Oh! Monster hat. Und dann öffne ich schon mal Duelist Network. Öffnet ihr das. Loggt euch ein. Komm, mach. Sorry. Aus, ist laut. Skip Intro. Okay, Duel. Dann geht ihr auf Deck Constructor. Dann klärt ihr hier alles. Klär Deck. Und gebt hier oben die Karte ein, die ihr wollt. Und hier in meinem Fall ist das hier natürlich. Oh mein Gott, ich habe den Namen vergessen. Warte kurz. Ich schau kurz in mein Bein danach, wie die Karte heißt. Ich habe es voll vergessen. So, das ist jetzt voll noobig. Aber ich habe sie hier in Ultimate Antiker Feendrache. Okay. Und dann gibt ihr. Okay, dann sucht ihr, wenn es nicht wie viel auf Englisch heißt, aber wenn man es weiß, kann man es hier eingeben. Das ist, dann sucht ihr hier eure Karte. Hier ist sie. Und zieht Fairy mit Abstand, sorry, das habe ich voll verkackt. Dann zieht ihr das hier ins Extra Deck rein. Oder je nachdem, was für eine Karte die ihr habt. So, und dann geht ihr hier drauf. Und dann drückt ihr Print Screen. So. Und dann drückt ihr einfach Print Screen. Und ja, was ihr jetzt hier seht, das ist ein bisschen komisch. Und zwar werde ich euch noch ein Programm in die Beschreibung packen. Und das heißt, hier, Prinzkre. Und ich weiß nicht, ob ich es richtig gemacht habe. Lightshot. Und dann downloadet ihr das für den Desktop. Hier auf Download und downloadet das runter. Also ich finde, das ist eigentlich das Beste, kann man auch brauchen, um
Screenshots zu sharen, die man halt gerade hat. Okay, wenn ihr das runtergeladen habt, dann müsst ihr nur noch Print Screen drücken auf eurer Tastatur und dann wird das so schwarz, also so dunkel. Und dann könnt ihr hier auswählen und könnt das so ziehen, dass hier oben dann der Balken von Namen sichtbar ist. Dann geht ihr hier auf dieses Speichern-Symbol und wählt aus, wo ihr es speichern wollt. Und dann klickt ihr einfach auf Speichern. Sorry. So. Und das haben, dann öffnen wir wieder Photoshop. Gehen wir wieder auf unser Dokument, das wir gemacht haben. Gehen auf Datei, öffnen und holen uns, was wir brauchen. Hier antiker Feendrache. Haben wir hier ganz gut den Namen. So. Dann müssen wir das nochmal machen, aber mit dem Effekt hier. Und dafür drücken wir wieder Print Screen oder Druck, je nachdem. Ist zum Teil anders. Und wählen hier den Effektbalken aus. Man kann ruhig ein bisschen mehr. Und dann speichern wir das wieder. So, dann gehen wir wieder auf Photoshop, Datei, öffnen und holen uns hier den Effekt von antiker Feendrache und ziehen das in unser Dokument. So, wenn wir das haben, also scrollen kann man, indem man Alt gedrückt hält und mit dem Mausrad so. Okay. Dann gehen wir hier ein bisschen näher ran. Das ist so verpixelt, das kann man nichts dagegen machen. Okay, dann nehmen wir hier das Auswahlrechteck-Werkzeug und machen hier mal so eins, dass wir schön die Seiten abschneiden können. Dass es auch nachher schön aussieht. Dann machen wir das gleiche nochmal, aber so auf der anderen Seite. Das machen wir auf allen Seiten, dass es schön aussieht. Das ist keine große Sache. Aber trotzdem, man will, dass die Oricard gut aussieht, die man selber macht. Und das gesagt, selber designt. So. So, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Wenn man jetzt will, dass dieser Balken weggeht, drückt man einfach STRG und D und dann verschwindet das wieder. So. Dann machen wir das ein bisschen größer. So wie ich schon vorher gesagt habe. Auf OK. So. Dann müssen wir nur noch schauen, dass das in der Mitte ist. Okay, und jetzt, dass das schön aussieht, klicken wir auf Ansicht und dann machen wir den Lial an. Also normalerweise ist das so. Dann geht man auf Ansicht und auf Lineale. So, wenn man das hat. Dann schaut man, dass das hier unten gut ist, also dass einem das gefällt, wie es so ist. Und dann geht man hier mit der Maus drauf, drückt STRG gedrückt und zieht hier so eine Linie raus. Mit Drag and Drop. Aber nicht loslassen. Und erst jetzt loslassen, wenn man hier an der Kante ist. Dann macht man das Ganze nochmal auf der anderen Seite. So, und das, was das jetzt gebracht hat. Jetzt kann man hier oben das Steuerung T wieder größer machen und dann sieht das Ganze viel besser aus. So ist nicht genau, es sollte schon ein bisschen kleiner sein. Man kann es auch genau machen, das machen wir jetzt. Und dass es genau oben dran ist. Dann haben wir hier Fairy Dragon. Und was man jetzt noch machen könnte, was geil aussieht, das habe ich noch bei keinem gesehen. Das habe ich mir so überlegt, dass das sicher noch cool wäre. Und zwar machen wir alles weg, außer die zwei. Diese Ebene können wir löschen. Außer diese zwei. Und dann drücken wir hier auf dieses kleine Dingens. Neben dem. Ja, klickt man drauf. Und dann auf Farbton und Sättigung. Dann geht man das hier, macht man das hier weg, sorry. Und wenn man das hat,
dann, also da, das sollte unter dem hier sein. Und wenn man das hat, geht man hier drauf, sucht ein bisschen hin mit Alt und dem Mausrad. Und dann schaut man hier bei Farbton und kann man ein bisschen rumspielen. Also wenn man die Farbe ändern will oder so. Zum Beispiel kann man die auf Sättigung ein bisschen hoch tun. Und dann können wir die Helligkeit ein bisschen hoch tun. Und dann kann man hier ändern das hier. Das geht jetzt nicht, wenn man zum Beispiel mit dem, also mit deiner Effektzauberkarte, mit deiner Effektkarte, könnte man jetzt hier die ganze Farbe ändern von dem. Aber weil es jetzt eine Synchro-Karte ist und weiß, man nicht gut ändern kann, geht das hier nicht. Deshalb könnte man theoretisch nur hier dieses Zeichen da oben machen. Das ist jetzt ein Tipp, wenn man einen Effekt zaubert. Ich zeige es mal kurz, wie das dann aussieht. Ich habe hier was gemacht. Ich habe jetzt mal einen Orca vom Tourguide gemacht. Und dann hätte man jetzt hier das so farbig machen können. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe es hier dunkel gemacht. Und ja, das sieht dann cool aus. Aber bei dem geht das ja nicht, weil es weiß ist. Okay. Das war nur so ein Tipp. Und wenn man das dann gemacht hat mit diesem Ding da, ich mach's mal nochmal kurz. Dann klickt man das drauf und dann mit Control auf die untere Ebene und drückt dann Steuerung und E. Das macht es dann zu einer Ebene und da kann man es verschieben und alles. Weil wenn man das dann oben hat und die anderen wieder so macht, dann sind alle in dieser Farbe und das sieht dann nicht gut aus. Okay. Dann löschen wir das wieder. Gut. Einen Schritt rückgängig kann man machen, indem man Control und Z drückt. Dann macht es wieder rückwärts. Okay, dann können wir das hier mal wieder. Das hier können wir wieder sichtbar machen. Bei Dulys Network sehen wir dann, wie viele Sterne dieses Monster hat. In diesem Fall hat es 7 Sterne. Dann gehen wir wieder in Photoshop. Dann gehen zu den Levels, die ich in die Beschreibung gepackt habe. Und bei 6 nehme ich das Auswahlwerkzeug, zieht das runter, drückt Ctrl C, Ctrl V und dann ist das ja so. Auf einer neuen Ebene gibt es dann diese 6 Sterne, die wir brauchen. Und dann ziehen wir die einfach in unser Dokument. Und dank der Hilfslinie haben wir jetzt auch schön, wissen wir jetzt genau, wo das hin muss. Und jetzt sehen wir es genau unter dem. Okay. So, wenn wir das jetzt haben, dann haben wir das eigentlich schon fertig. Die Orica. Das war jetzt das Beispiel, was ich gesagt habe. Nein, das wollen wir nicht speichern. Und ja, das wäre dann, wie man eine Orica-Karte erstellt. Und hier könnte man jetzt noch vieles ändern. Ich sage jetzt, ich mache jetzt zum Beispiel mal hier ein Beispiel, wenn man hier mal nochmal auf Farb und Sättigung kann man hier die Farben ändern. Zum Beispiel das sähe jetzt geil aus. Oder so. Es gibt viele Sachen, was man ändern. Man könnte zum Beispiel hier auf Färben gehen. Und dann wird alles so. Um jetzt nochmal zu zeigen, man könnte hier bei hier, und das ist so wie die Color Correction, wo man die Farben verbessern kann. Hier könnte man sich sprich eine Gradationskurven reinmachen und dann zum Beispiel so ein bisschen hoch tun, ein bisschen tiefer, dass das Bild ein bisschen mehr Charakter kriegt. So ein bisschen mehr Kontrast. Man muss wirklich rumspielen, weil man will ja eine gute Orica. Und ja, hier könnte man. Ich mache jetzt mal bei Farbton und Sättigung. Ich meine, das hat nicht jeder. Wenn man jetzt hier das ein bisschen ändert, dann sieht das schon richtig geil aus. Dann ist es nicht so ein 0815 antiker Feentrag, sondern jedem einer mit anderen Farben. Und das sieht dann einfach richtig geil aus. Ja. Noch ein Tipp. Falls ihr dann dieses drucken wollt auf eine Folie, dann geht ihr auf Neu, geht hier auf US-Papier und dann
Mach die hier 6 und hier 8. Sorry, 8,7. Und dann ist hier wie auf dem Blatt Papier wäre dann. Oh, sorry, hab ich die falsche genommen. Das war jetzt nicht sehr gescheit. So. Und dann kann man hier alles auswählen und dann kann man das hier reinziehen. Und dann muss man das einfach noch zuschneiden, das andere Bild. Hier an so einen Kanten. Und dann hat man es eigentlich auch, schon. Und dann kann man das drucken auf eine Folie. Und dann hat man eigentlich die Oricard. Hier könnte man jetzt zum Beispiel noch, oder muss man, wenn man das machen will, muss man dann das hier alles weglöschen, weil sonst ist im Hintergrund dann noch alles zu sehen, wenn man es auf ein anderes Papier tut. Okay, ich glaube, das war's dann mit dem Tutorial, wie man eine Oricard erstellt. Und ja, wie gesagt, es gibt viel rumzuspielen, es gibt auch viele verschiedene Styles, die man machen kann. Dieses hier ist jetzt der einfachste und wie ich finde auch irgendwie der coolste. Und ja, es gibt so viele verschiedene Variationen, die man machen kann. Und ich finde, das sollte man auch ausnutzen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Machen eurer eigenen Oricard. Ich speichere das jetzt mal kurz. Als Orica Fairy Dragon und dann einfach auf OK und dann habe ich das gespeichert. Diese Variante, die ich hier gemacht habe, sollte eigentlich, wenn ihr es genau so gemacht habt wie ich, mit dem Lightshot, was ich gesagt habe, also das hier. Wenn ihr das auch habt, dann sollte es eigentlich genauso ablaufen, wie ich es gesagt habe. Auch mit Photoshop CS5, CS6 sollte das alles genau so ablaufen. Falls es irgendwelche Probleme gibt, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche sie alle zu beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Vielleicht auch ein Abo. Favorisiert das Video und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und dann sage ich. Ciao.